Heute möchte ich dir mein Lieblingsgerät in der Küche vorstellen, den Dampfbackofen. In meinem Fall hier ein Miele DGC7845. Dieses Gerät vereint viele Funktionen, die eines Dampfgarers und eines Backofens ganz einfach in einem Gerät. Ich werde in dem Video mehr in die Details gehen und dir alles Wichtige erklären. Du kannst direkt auch zu den Kapiteln springen, zu den Themen, die dich interessieren. Der Dampfbackofen kann nicht nur backen und dämpfen, er kann auch grillen und vieles mehr. Und wenn du eine kleine Küche hast oder wenig Platz und keinen extra Dampfgarer möchtest, ist das ideale Gerät für dich. Los geht's! Schauen wir uns mal an, was für ein Zubehör bei diesem Gerät mitgeliefert wird. Beim Zubehör gibt es gelochte und ungelochte Garbehälter. Diese wurden speziell fürs Dampfgaren entwickelt. Den gelochten nimmt man für alles, was von dem Dampf umschlossen werden soll, so zum Beispiel Gemüse. Der ungelochte Garbehälter eignet sich ideal für Speisen, die in Flüssigkeit gegart werden, so zum Beispiel Reis oder Nudeln. Wie man es aus dem normalen Backofen kennt, gibt es ebenfalls einen Rost und ein Blech. So kann man zum Beispiel auf dem Rost auch Fleisch anbraten und klassisch Kuchen darauf backen. Ebenfalls gibt es ein Speisenthermometer, dazu folgt aber später noch mehr. Der Garraum ist mit Edelstahl ausgekleidet, das ist anders als im klassischen Backofen. Und Edelstahl ist eben gut geeignet, weil es hohe Feuchtigkeiten aushält und auch langlebig ist. Es ist gut zu reinigen und wie man es von dem Topf kennt, der ja auch aus Edelstahl ist, wird die Wärme gut übertragen. Grundsätzlich ist bei dem Garraum hier auch eine Beschichtung drinnen, die nennt sich Perfect Clean und damit kann man ihn leichter reinigen. Zwischenzeitlich gibt es ein neueres Modell von Miele, den DGC7845 HC Pro. Der Zusatz HC Pro bedeutet Hydro Clean Professional und in dem Sinn wird dann der Garraum automatisch gereinigt. Hinten siehst du das Lüfterrad, dieses wird verwendet bei der Heißluft. Es ist mit einem Ringheizkörper umschlossen, damit schnell die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt wird. An der Decke befindet sich ein Heizkörper für die Oberhitze bzw. Grillfunktion. Der Heizkörper am Garraumboden ist für die Unterhitze notwendig und ich habe das bisher bei keinem anderen Dampfbackofen gesehen. Die Aufnahmegitter sind mit 3 Ebenen nummeriert, 1, 2, 3. Meistens arbeite ich auf der mittleren Ebene Nummer 2. Die Teleskopschienen sind sehr praktisch, weil man da einfach komplett das Blech oder den Rost herausziehen kann. Am Boden siehst du noch ein kleines Sieb. Hier ist ein Ablauf. Das ist sehr praktisch, weil das überschüssige Wasser immer regelmäßig abgepumpt wird und somit bleibt kaum Wasser am Boden stehen. Schauen wir uns nun die Bedienung von dem Dampfbackofen an. Hier haben wir das M-Touch-System. Das ist ein großes Touch-Display. Ähnlich wie bei einem Smartphone. Die Bedienung erfolgt über die Ein-Aus-Taste, die ist hier vertieft. Ich habe dann auch die Fernsteuerungsmöglichkeit, den Mobile Start. Wenn ich da drauf drücke, kann ich eben auch vom Mobiltelefon über die App den Dampfbackofen steuern. Ich habe hier die Zurück-Taste, damit gehe ich schrittweise immer wieder zurück im Menü. Über diese Taste komme ich zum Wassertank. Wenn ich da drauf drücke, geht die Bedienblende nach oben. Ich habe hier auch eine Kurzzeitfunktion und kann manuell das Licht ein- und ausschalten im Garraum. Über das Display erfolgt die Bedienung. Hier kann ich einfach wischen, wie beim Smartphone, und ich kann draufdrücken, um Funktionen auszuwählen. Um an den Wassertank zu kommen, drücke ich auf das Wassertank-Symbol. Die Bedienblende fährt hoch und ich habe rechts den Wassertank. Dieses Gerät hat einen Festwasseranschluss, das heißt, ich habe keinen Kondensatbehälter, der wäre sonst auf der linken Seite. Den Wassertank muss ich in dem Fall nicht befüllen, weil das Gerät automatisch das Wasser über einen Festwasseranschluss bezieht. Ich habe hier noch zusätzlich ein Speisenthermometer, das ich für Garvorgänge nutzen kann, wenn ich mit Fleisch oder so arbeite. Ein Beispiel für die Nutzung des Speisenthermometers siehst du im Video, wo ich das Schweinefilet im Teigmantel zubereite. Dieses habe ich dir verlinkt. Also die Bedienung erfolgt ganz einfach über das Touch-Display. Du kannst hier auf Betriebsarten gehen. Lass uns mal schauen, was der Ofen alles für Betriebsarten hat. Du kannst zum Beispiel Dampfgaren, das ist vergleichbar wie im Topfgaren mit heißem Wasserdampf. Du hast Heißluft Plus, das verwende ich klassisch als Heizart, wenn ich den Backofen nutze. Kombigarn ist eine besondere Heizart. Hier kann man nämlich Heißluft Plus, Ober-Unterhitze bzw. Grill mit Feuchtigkeit kombinieren und ganz tolle Ergebnisse bekommen. Ober-Unterhitze ist auch eine klassische Betriebsart.
die bei vielen traditionellen Rezepten verwendet wird. Kuchenspezial nehme ich sehr gerne, wenn ich zum Beispiel einen Marmorkugelhupf mache, weil dieser wird dann besonders flaumig. Das Besondere an dieser Betriebsart ist, dass die Feuchtigkeit im Garraum gehalten wird und er so nicht austrocknet. Sous vide ist die gradgenaues Dampfgaren. Da kann man zum Beispiel Fleisch vakuumieren und dann über einen längeren Zeitraum bei niedriger Temperatur garen, danach aus dem Vakuumierbeutel einfach herausnehmen und dann noch kurz anbraten. Ich verwende diese Funktion für Onsen-Eier. Das sind ganz besonders cremige Eier. Das Rezept dazu habe ich auch als Video erstellt und dir verlinkt. Intensivbacken ist im Prinzip Heißluft mit Unterhitze kombiniert. Das eignet sich sehr gut für Quiche oder andere Tarts, wo man normalerweise den Teig blind backen muss, damit er schön knusprig wird. Bei Intensivbacken durch die zusätzliche Unterhitze entfällt das Blindbacken. Also finde ich sehr praktisch. Unterhitze ist einfach zum Bräunen von unten, wenn man das möchte. Oberhitze zum Bräunen von oben. Grill groß bzw. Grill klein, wenn man eben was grillen möchte, für größere oder kleinere Mengen. Umluftgrill eignet sich gut für Fleisch. Eco-Heißluft ist für Schmorgerichte oder Gerichte, die über einen längeren Zeitraum gegart werden sollen. Und Eco-Dampfgarn ist energiesparendes Dampfgarn. Du kannst die Reihenfolge der Betriebsarten deinen Bedürfnissen anpassen. Ich verwende zum Beispiel Kombigarn öfter und möchte es weiter vorne haben. Einfach auf das Symbol drücken, gedrückt halten und dann an die Stelle ziehen, wo du möchtest und loslassen. Am Beispiel von Heißluft Plus zeige ich dir nun, wie du eine Betriebsart einstellen kannst. Und zwar die Temperatur einfach über nach oben und unten wischen auf die gewünschte Temperatur einstellen. Oder direkt draufdrücken und dann kannst du mit dem Ziffernblock einfach die Temperatur eingeben und mit OK bestätigen. Das gleiche auch bei der Zeit. Du kannst entweder wischen oder du kannst zwischen die Zahlen drücken und dann einfach manuell 30 Minuten eingeben auf diese Art und Weise. Grüne Taste OK ist zum Bestätigen und dann erfolgt das Aufheizen. Du kannst von oben auch ein Kontextmenü herunterziehen. So gibt es Booster, da wird dann Ober- und Unterhitze zugeschaltet und der Ringheizkörper, um schnellstmöglich die Temperatur zu erreichen. Vorheizen bedeutet, die Zeit wird erst abgezählt, wenn die Temperatur erreicht ist und das Gargut eingeschoben ist. Und dann gibt es noch die Crisp-Funktion. Hier wird aktiv die Feuchtigkeit aus dem Garraum abgeführt, damit du zum Beispiel knusprige Pommes bekommst. Wenn die Crisp-Funktion nicht aktiv ist, hast du natürlich die Möglichkeit, auch einen Dampfstoß hinzuzugeben. Hier einfach auf den grünen Knopf drücken für den Start des Dampfstoßes und dann wird er ausgelöst. Über den Pfeil zurück kannst du ein Programm auch abbrechen und wieder Schritt für Schritt zurückgehen. Du bestätigst und bist wieder in der Übersicht. Beim Beispiel von Kombigarn, du kannst die Feuchtigkeit und die Temperatur einstellen, wie es dir beliebt. Um die Feuchtigkeit während dem Garvorgang zu ändern, einfach auf den Wert drücken und entsprechend anpassen und bestätigen. Mit der Ein-Ausschalt-Taste kann man jedes Programm auch abbrechen. Sehr praktisch beim Dampfbackofen sind auch Automatikprogramme. Die stellen sicher, dass du tolle Ergebnisse bekommst. Mitgeliefert ist ein Kochbuch bzw. es gibt auch eine App, da kann man Rezepte auswählen und die sind dann auch hinterlegt im Dampfbackofen. Bei Automatikprogrammen ist eine Abfolge von verschiedenen Garschritten, die eben diese besonderen Ergebnisse hervorrufen. Schauen wir uns mal die Automatikprogramme im Detail an. Du gehst auf Automatikprogramme und hier siehst du verschiedene Gruppen an Lebensmitteln, so zum Beispiel Gemüse, Fleisch, Brötchen, Fisch, Brot, Kuchen und vieles mehr. Wenn wir jetzt das Beispiel von Brokkoli nehmen, dann klicken wir einfach auf Gemüse, suchen nach Brokkoli, wählen den aus, dann kann man sagen, möchten wir ein Gans oder möchten wir Röschen zubereiten. Bestimmte Parameter kann ich eingeben, wie groß sind dann die Röschen, zum Beispiel mittelgroß. Dann kann ich die Bissfestigkeit eingeben von sehr bissfest bis komplett weich. Meistens ist der mittlere Grad vorgeschlagen und ich kann es an meine Bedürfnisse anpassen. Und dann wählt der Dampfbackofen entsprechend automatisch das richtige Programm, Temperatur und Garzeit, um meine Brokkoliröschen so auf den Punkt zu bekommen. Ich kann mir auch noch anzeigen lassen, was er genau macht über die Garschritte. In dem Fall wäre es Dampfgaren bei 100 Grad für 4 Minuten und dann hätte ich mittel- bis feste Brokkoliröschen. Über Zurück kann ich auch wieder zurückgehen und Schritt für Schritt anpassen.
Bei den Automatikprogrammen gibt es auch eine Kategorie, die heißt Spezial. Und hier verstecken sich noch praktische Funktionen. So kann ich zum Beispiel auch einkochen, ich kann auch Gelatine schmelzen, Joghurt herstellen oder aber auch Schokolade schmelzen, Zwiebel dünsten, Honig kristallisieren. Was ich besonders praktisch finde, ist, bei den Automatikprogrammen gibt es auch eine Suchfunktion. So kann ich zum Beispiel über die Tastatur einfach nach einem Gericht suchen, wie jetzt Lasagne zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, in welcher Kategorie das ist. Ich beginne zu tippen und sehe unten rechts, es gibt drei Treffer und hier habe ich dann die Auswahl Lasagne. Ich bestätige den Gargrad und kann mir dann auch noch anzeigen lassen, was der Dampfbackofen macht. In dem Fall wird Kombigarn mit Ober- und Unterhitze kombiniert, 185 Grad für 40 Minuten und 95% Feuchtigkeit. Nachdem mir die Lasagne fertig gegart ist, habe ich auch noch die Möglichkeit, sie nachgaren bzw. nachbräunen zu lassen und kann sie auch dann abspeichern als eigenes Rezept und direkt aufrufen. Das ist sehr praktisch in diesem Gerät organisiert. Spezialanwendungen erleichtern die Zubereitung von gewissen Gerichten. Ich verwende besonders die Zubereitungsarten wie Erhitzen und Mix and Match. Du gehst auf Spezialanwendungen. Hier hast du zum Beispiel Erhitzen und somit kannst du Gerichte vom Vortag einfach wieder, wie wenn sie frisch gekocht werden, auf dem Erhitzen. Mit dieser Funktion kannst du Gerichte erwärmen und die schmecken dann wie frisch gegart. 130 Grad, circa 10 Minuten, eine gewisse Feuchtigkeit dazu und dann hast du für mehrere Personen ein schönes, warmes Gericht. Eine andere Spezialanwendung ist Mix and Match. Hier kannst du Tellergerichte erwärmen oder auch frische Zutaten garen. Und zwar hast du die Möglichkeit, entweder bei rohen Zutaten über Garen schonend oder Garen knusprig zu arbeiten. Möchtest du Gerichte, die schon mal gegart wurden, einfach wieder erhitzen, dann hast du Erhitzen schonend oder Erhitzen knusprig. Das ist auch kombinierbar mit der Miele App und da kann man dann sagen, ich habe zum Beispiel ein Lachsfilet und habe Gemüse dazu. Und dann wird es automatisch entsprechend zubereitet, alles auf den Punkt und ich habe wunderbare Ergebnisse, ohne viel denken zu müssen. Hefeteig gehen lassen ist eine praktische Funktion, die nehme ich gerne, wenn ich zum Beispiel einen Pizzateig mache oder wenn ich ein Brot backe, weil normalerweise ist Hefeteig ja sehr empfindlich und der möchte an einem ruhigen, warmen Ort gehen. Das dauert normalerweise gute halbe bis eine Stunde. Beim Dampfbackofen durch die Unterstützung mit dem Dampf ist es sichergestellt, dass er schön aufgeht, dass er keine trockene Oberfläche bekommt und hat die idealen Bedingungen, eben um sich in kürzerer Zeit schön zu verdoppeln. Ich verwende Hefeteig gehen lassen gerne auch bei meinem Baguette-Rezept. Ich habe es dir verlinkt. Menügaren ist eine praktische Funktion, die basiert auf dem Dampfgaren und da kannst du verschiedenste Zutaten nacheinander in das Gerät schieben und bekommst am Ende ein Menü mit drei Zutaten perfekt auf den Punkt gegart. Ich bereite so meinen Spargel mit den Karotten und Kartoffeln zu und habe so ganz stressfrei ein wunderbares Gericht. Im Sommer, wenn das Obst reif ist, koche ich es gerne als Marmelade ein. Dafür müssen die Gläser aber entkeimt sein. Hier gibt es das Programm Geschirr entkeimen und damit werden die Gefäße einfach im Dampfgarer entkeimt und somit kann ich sie idealerweise dann zum Einkochen befüllen. Ich wärme meine Teller gerne vor allem bei Gerichten, die schnell auskühlen. Wenn du zum Beispiel ein feines Rinderfilet oder Roastbeef zubereitest, möchtest du doch den Genuss länger haben und da ist ideal, das Geschirr vorzuwärmen. Da klickst du einfach auf Geschirr wärmen und gibst es auf den Rost in den Garraum und lässt es dann einfach vorheizen. Ich nehme meistens 65 Grad, das kann man noch gut anfassen, aber das hält die Wärme schon besser. Wenn du noch Essen übrig hast und es warm halten möchtest, gibt es auch den Menüpunkt Warm halten und hier wird das Essen einfach gut bei einer Temperatur von zum Beispiel 65 Grad für eine beliebige Zeit warm gehalten. Der Menüpunkt My Miele lässt sich genau nach deinen Wünschen planen und organisieren. Du kannst aus allen Bereichen die wichtigen Funktionen für dich zusammenstellen und es können bis zu 20 Einträge kombiniert werden. Ich habe in My Miele die Funktionen und Programme hinterlegt, die ich am häufigsten verwende, so zum Beispiel Kuchen Spezial, Kombigarn mit Heißluft Plus. Ich habe aber auch das Automatikprogramm für Brokkoli hinterlegt,
beziehungsweise auch ich backe gerne Biskuitrollen und da ist die automatisch hinterlegt. Ein Knopfdruck und ich wandere direkt in das Programm, ohne dass ich durch die Menüs gehen muss. Durch langes Drücken auf einen Menüpunkt kannst du auch diesen verändern, entweder verschieben oder entfernen. Eigene Programme. Hier kannst du bis zu 20 eigene Programme hinterlegen. Ein Programm hat dann bis zu 9 Garschritte, die aufeinander folgen, wobei ein Garschritt eine Betriebsart, eine Temperatur und eine Zeit beinhaltet. Das klingt etwas abstrakt. Die meisten Automatikprogramme sind im Grunde eigene Programme, wo bestimmte Abfolgen hinterlegt sind. Du kannst es aber entsprechend noch anpassen. Lass mich es an einem Beispiel erklären, dem Baguette. Hier ist es wichtig, dass es innen flaumig wird und außen knusprig. Und damit das erreicht wird, benötigt es verschiedene Garschritte. Am Anfang muss es noch etwas gehen. Da wird mit niedriger Temperatur, hoher Feuchtigkeit noch etwas Gehzeit sozusagen dem Baguette gegönnt. Danach wird mit der Temperatur nach oben gegangen und die Feuchtigkeit reduziert, damit sich eine schöne Kruste bildet und das Mehl verkleistern kann und du diese schöne goldene Kruste bekommst. Und im letzten Schritt wird die Feuchtigkeit weggenommen, damit es schön ausbäckt. Nachdem das Automatikprogramm abgelaufen ist, kannst du es auch speichern und darauf wieder direkt zugreifen. Wenn du mehr zum Thema eigene Programme wissen möchtest, dann schreib es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich auch ein gesondertes Video darüber machen. Einstellungen. Hier kannst du grundsätzlich alle deine Präferenzen hinterlegen und Einstellungen anpassen. Das geht über Töne, über Display-Einstellungen, über Vorschlagstemperaturen und WLAN-Einstellungen, Verbindungen mit deinem Smartphone. All das ist möglich in diesem Punkt. Wenn du hierzu mehr wissen möchtest, schreib es mir ebenfalls gerne in die Kommentare. Damit dein Dampfbackofen jederzeit einsatzbereit ist und du lange an ihm Freude hast, ist Pflege wichtig. Hinter Pflege verbergen sich 4 Menüpunkte und zwar gibt es Entkalken. Entkalken ist wichtig je nach deiner Region und deiner Wasserhärte, damit der Dampferzeuger immer einwandfrei funktioniert. Zum Thema Entkalken gibt es auch ein Video, wo ich dich Schritt für Schritt durchführe. Einweichen hilft dir dabei, deinen Garraum schön sauber zu halten. In Kombination mit dem Reiniger und Einweichen hast du dann lange Freude. Ich habe dir auch ein Video dafür gedreht, damit du siehst, Schritt für Schritt, wie du den Garraum entsprechend reinigen kannst. Trocknen wird empfohlen nach jedem Dampfgarvorgang und zwar einfach den Garraum kurz feucht auswischen und mit der Trockenfunktion wird er erhitzt und somit werden auch die Bereiche, wo man nicht hinkommt, gut getrocknet. Alternativ kannst du das Gerät auch einen Spalt breit über Nacht offen lassen. Die Funktion Spülen ist auch nach Dampfgaren empfohlen und zwar werden hier alle wasserführenden Leitungen mit frischem Wasser durchspült. Das verhindert, dass sich ein Geruch bildet oder Speisereste im Gerät verbleiben. Zu den Vorteilen des Dampfbackofens gehört, dass die Zutaten nicht austrocknen können, wenn du Dampf dazu gibst und du wunderbare Ergebnisse bekommst, die mit einem klassischen Backofen nicht möglich sind. Du kannst auch sauber backen und garen, das heißt, dein Herd bleibt frei und du bereitest alles einfach im Dampfbackofen zu. Ein weiterer Vorteil, den ich sehe, ist, wenn du auch gerne Gäste hast, kannst du locker auch mit einem kleinen Gerät, wie man hier sieht, für bis zu 10 Personen kochen. Das Ganze ist auch einfach und die Garzeiten sind ähnlich wie im Kochtopf. Wichtig ist auch, dass du bedenkst, dass es mengenunabhängig ist. Das heißt, mengenunabhängiges Garen, ob du eine Kartoffel machst oder ein Kilo Kartoffel, die Garzeit ist im Grunde die gleiche. Und es kann einfach auch nichts anbrennen, es kann nichts überkochen. Und das sind wirklich die Vorteile, die ich an dem Gerät schätze. Mein Fazit zum Dampfbackofen ist, ich möchte nicht mehr missen. Ich habe meinen nun seit 3,5 Jahren regelmäßig im Gebrauch. Und er stützt mich ideal beim Bewirten von Gästen. Diese sind auch sehr überrascht, wie toll die Ergebnisse sind durch die Dampfzugabe. Egal welche Küche du machst, von vegetarisch bis Fleisch bis vegan und auch Backen, alles ist mit dem Dampfbackofen möglich. Und das ist ein sauberes und angenehmes Arbeiten, was auch den Stress aus der Bewirtung von vielen Leuten herausnimmt. Einzig, meiner hat kein HC Pro, die automatische Reinigung. Das ist vielleicht ein Nachteil. Beim neuen Nachfolger ist es allerdings integriert. Wäre eine nette Funktion, die ich auch gerne hätte. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, den Dampfbackofen besser zu verstehen und was man damit alles machen kann. Lass mir gerne ein Like da und schau gerne in die anderen Videos auf dem Kanal.
Ich freue mich, bis demnächst. Ciao.